Welches kleine Mädchen träumt nicht davon, prima Ballerina zu werden? In der Ballettschule Schwechat werden Träume wahr. Es gibt Kurse aller Art für Mädchen und Buben. Vielleicht kommt der nächste Nureyev aus Schwechat. Hier in der Ballettschule bringen wir den Kindern bei das Tanzen. Wir vorbereiten die Kinder ab 4 Jahren, nehmen wir sie in unsere Vorbereitungskurse auf und durch die Jahre begleiten wir sie bis sehr gute Hobbytänzerinnen. Was ist nun das Schwierigste für die Kinder? Ja, für die Kinder ist schwierig, erstens, dass die Eltern die Zeit finden, sie herzubringen, weil sie können ja nicht alleine kommen. Und beim Unterricht vielleicht das Schwere ist, dass sie nach der Schule zu uns kommen und sie sind schon sehr müde nach einem langen Tag und oft Konzentration ist schwierig. Aber wenn sie dann drinnen sind in der Klasse und wieder beim Training drinnen sind, dann geht's schon wieder. Ist Balletttanzen sehr schwierig? Naja, wenn man übt, dann nicht mehr. Ist es schwierig, mit Kindern zu arbeiten? Es ist schwierig, nicht die ganze Zeit. Manchmal es ist es eigentlich schwierig, wenn sie ganz müde sind. Die haben auch viel Energie und manchmal wenig Disziplin. Aber sie sind diszipliniert genug? Ja, meistens, ja. Haben Sie schon Stars produziert? Im Ballett ist es so, dass man müsste 5-6 Mal in der Woche trainieren, um ein Star zu werden, weil das ist ja nicht nur das Talent, sondern es ist viel Arbeit, es ist echt viel Arbeit, gut zu werden. Und bei uns gibt es nur die Möglichkeit, 3 Mal in der Woche zu trainieren und das schränkt schon das Starwerden ein bisschen ein. Wir schicken die Kinder, die sehr begabt sind, weiter in die Staatsoper und dort können sie dann ein Star werden. Und wir sind stolz auf sie, dass sie von uns kommen. Buben in deinem Alter gehen normalerweise Fußball spielen, du tanzt Ballett. Und Jazzgymnastik, wieso? Weil ich Fußball überhaupt nicht mag. Ich finde das nicht so toll wie die anderen Buben. Was gefällt dir denn am Ballett? Es ist schön, man macht Sport und die Musik ist auch schön. Sie haben jetzt hauptsächlich Mädchen, aber es ist auch ein Bub dabei. Ja. Sehen Sie, dass das ein, ist das ein Talent? Ja, eigentlich glaube ich schon. Tatsächlich, ja. Ja. Er hat mir gesagt, er möchte gerne mal zum Ballett gehen, also beruflich. Ja, schauen wir noch, ob das passiert, aber ich kann mir vorstellen, ja. Ihr macht's. Jazz, was gefällt euch da am besten? Mir gefällt die Musik und dann gefällt mir noch das Tanzen sehr. Ja, das Tanzen ist sehr schön und die Musik auch. Was machen Sie denn sonst noch für Veranstaltungen? Heute war ja Schnuppertag. Heute haben wir Schnuppertag gehabt. Das hat den Zweck, dass die Kinder und die Eltern unsere Einrichtung, die Ballettschule, kennenlernen. Und sonst haben wir 2-mal im Jahr große Aufführungen. Das heißt, zu Weihnachten eine Weihnachtsaufführung. Dann haben wir Abschlussaufführung, Sommeraufführung. Heuer hatten wir Cinderella im Multiversum. Sehr gut angekommen und gut geübt, viel Arbeit gewesen, aber solche Veranstaltungen haben wir. Wir treten auch gern auf bei Festivitäten und in der Ballettschule direkt haben wir immer wieder Tag der offenen Tür, 2-3 Mal im Jahr, wo auch Leute dann uns besuchen können. Du bist heute zum ersten Mal da, das ist für dich eine Schnupperstunde. Was hat dir denn am besten gefallen? Mir hat alles am besten gefallen. Du tanzt schon länger hier? Was ist denn die Schwierigkeit? Was ist denn am schwersten? Ja, eigentlich das Dehnen und so. Ist das etwas, was den Kindern überhaupt noch Freude macht? Ist das nicht zu anstrengend für sie? Ja, es ist nicht sehr angenehm natürlich, aber es tut weniger weh als bei Erwachsenen, weil die Muskulatur eben und die Knochen sind ganz, noch nicht fertig aufgebaut. Und deswegen, man muss im Ballett früh anfangen, dass der Körper richtig sich entwickelt. Ja. Kann man sagen, ganz schwächer tanzt? Jo, schön wär's. Also vielleicht nicht ganz schwächer, aber Sie haben die Möglichkeit zumindest.